Was bedeutet innerbetriebliche Personalbeschaffung? Fragezeichen. Innerbetriebliche Personalbeschaffung bedeutet Personal im eigenen Betrieb finden. Und die Hilfsmittel oder Instrumente sind zunächst einmal, das ist jetzt hier gar nicht gefragt, da habe ich ergänzt die Frage mal so ein bisschen, die Instrumente sind die innerbetriebliche Stellenausschreibung und in größeren Betrieben kann das durchaus sein, das Personalinformationssystem, eine Datenbank, in der Personaldaten gespeichert sind und wo man vorher mit einem Anforderungsprofil rangeht und schaut, wer passt zu diesem Anforderungsprofil. Ja, und daraus kann man dann natürlich wieder eine innerbetriebliche Stellenausschreibung entwickeln. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.